geht es um das Thema Online-Shop erstellen. Was sind die Kosten von so einem Online-Shop? Besonders werden auch die unterschiedlichen Technologien, welche man verwenden kann, beschrieben, zum Beispiel WordPress, Magento oder auch Individualprogrammierung mit Laravel, Microsoft, .NET oder Java. Heutzutage kauft fast jeder online ein, daher ist es eigentlich für jeden interessant, so einen Online-Shop zu erstellen. Sei es ein kleiner Laden oder ein Selbstständiger oder auch ein IT-Abteilung von einem größeren Unternehmen oder aber auch jemand, der sich komplett auf Online-Shops konzentriert. Es gibt unterschiedliche Kostenpunkte, die entstehen, je nachdem, was man entwickelt. Und zwar, welche Technologie nutzt man ein? Also nutzt man so ein Content-Management-System wie WordPress, ein Online-Shop-System wie Magento oder lässt man das ganz individual programmieren mit Laravel oder ASP.NET oder Java? Java ist zum Beispiel, also Amazon ist zum Beispiel mit Java programmiert und C++. Dann nutzt man ein Template oder ein Design. Das ist eher für kleine Shops eine Frage, denn bei größeren Shops stellt sich die Frage gar nicht mehr. Aber wenn man zum Beispiel mit WordPress oder mit Magento einen Online-Shop erstellt, dann könnte man ein Template nutzen, das kostet irgendwie 50 bis 100 Euro und dann wäre das Template schon fast fertig. Oder man könnte ein Design nutzen, also man könnte jemanden fragen, okay, erstell mir ein Design, individuelles Design in Photoshop, dann wird es in HTML, CSS umgewandelt und am Ende wird es vom Webentwickler in den Online-Shop oder in das Online-Shop-System integriert. Und das ist meistens dann teurer. Und dann ist auch die Frage, ob man, der dritte Punkt, ob man individuelle Plugins benötigt oder Eigenentwicklungen. Wenn man, zum Beispiel bei WordPress gibt es einige Plugins, die man einfach so nutzen kann, also SEO-Plugins, aber auch bei Magento ist es der gleiche Fall. Es gibt sehr viele Plugins, wo man einfach draufklickt und das funktioniert alles schon. Jedoch oftmals funktionieren oder möchte man eigene Funktionalitäten haben. Das beste Beispiel ist ein Produktkonfigurator. Den gibt es in den meisten Fällen noch gar nicht. Und den müssen wir dann neu programmieren lassen. Und das sind dann halt nicht diese 50 oder 100 Euro. Da zahlt man dann gerne mal 10.000, 50.000 Euro und auch viel mehr. Dann ist auch immer die Frage, ob man in dem vierten Punkt die Anbindung an Drittsysteme. Also müssen diese Shop-Systeme an externe Systeme angeschlossen werden. Das können Anwendungen von anderen Unternehmen sein, das können ERP-Systeme sein oder Customer Relationship Management Systeme, kurz CRM. Oder ganz klassisch wäre auch die Warenwirtschaft, das ist wohl in den meisten Fällen der Fall. Und so eine Anbindung kann relativ teuer werden. Und da muss man sich halt auch überlegen, soll man da was Fertiges nutzen, wenn es überhaupt gibt. Bei Magento oder Shopware könnte es bestehende Schnittstellen geben, aber oftmals muss man das auch neu programmieren. Und da muss man sich halt auch die Frage stellen, muss es überhaupt angebunden werden? Jetzt gehen wir einfach mal auf die Kosten, einfach mal zu schauen, wie viel es kostet, mit den verschiedenen Software-Tools oder Programmiersprachen zu entwickeln. Das erste wäre WordPress. Das ist relativ günstig. Man kann hier Templates sich kaufen und auch Plugins nutzen. Das bekannteste Plugin nennt sich WooCommerce und dann gibt es auch noch Teams, die man zum Beispiel bei Teamforest kaufen kann. Und ein Webentwickler oder eine Agentur kann das sicherlich für zwischen 2.000 Euro und 15.000 Euro umsetzen. Das Besondere ist halt sehr schnell installiert, ist auch gut für SEO. Die ganzen Beiträge und Produkte werden dann sicherlich auch hoch bei SEO, bei den Suchmaschinen wie Google gefunden. Und es eignet sich, wenn man nur wenige Artikel hat und auch nur wenige die Lösung warten möchte. Also wenn man sagt, okay, man hat einen kleinen Laden und man möchte jetzt im Monat irgendwie 1.000 Produkte online verkaufen, dann ist WordPress sicherlich die beste und einfachste Lösung, auch für die Zukunft, um es einfach warten zu können. Und man ist dann nicht so abhängig von externen Dienstleistern. Dann der nächste Schritt wäre Magento, das wäre schon relativ professionell. Da könnte man besonders IT-Abteilungen oder Unternehmen, die weltweit verkaufen, setzen auf Magento. Es hat auch sehr viele Plugins, die man nutzen kann. Daher ist die auch in der Entwicklung ein bisschen einfacher. Man kann sehr viele Artikel da reinmachen. Das ist halt dafür gedacht auch, dass man sehr viele Produkte verkauft.
Und wie schon gesagt, die IT-Abteilungen können das nutzen, weil bei Magento muss man oftmals auch viel Wartung betreiben und der Entwicklungsaufwand ist auch meistens auch nicht so klein. Oftmals müssen externe IT-Dienstleister eingeschaltet werden, wie zum Beispiel Internetagenturen oder Werbeagenturen, die dann diese Shops entwickeln und betreiben. Kleinere Shops kann man sicherlich auch bis zu 5.000 Euro umsetzen, aber im Schnitt wird es so schon so 50.000 Euro mindestens kosten, bis man so einen Magento-Shop umgesetzt hat. Und die Kosten können aber noch relativ höher werden, weil man auch oftmals Plugin-Entwicklung und Eigenentwicklung daran vornimmt. Dann kommen wir zu Shopware. Shopware wird besonders in Deutschland benutzt oder im deutschsprachigen Raum und viele mittelständische Unternehmen setzen das ein. Ja, weil das Besondere an Shopware ist auch, dass man damit ähnlich wie bei Magento schneller entwickeln kann. Man kann auch sehr viele eigene Designs erstellen, man kann auch Templates nutzen und der Aufwand ist so im mittleren Rahmen. Also man kann davon ausgehen, dass ein Shopware-Shop ähnlich wie ein Magento-Shop auch ca. 50.000 Euro kosten wird, aber oftmals werden Shopware-Systeme nicht genutzt für sehr große Shops. Also Shopware ist wirklich so ein Mittelstandssoftware-System, welches besonders bei KMU in Deutschland im Einsatz ist. Dann könnte man auch, anstatt auf Online-Shop-Systeme zu setzen, zum Beispiel auf eine Technologie wie Laravel setzen. Das ist ein PHP-Framework. Damit kann man auch relativ schnell entwickeln. Die Sache ist nur, das ist halt nicht für Online-Shop-Systeme gedacht, aber man könnte damit ein Online-Shop-System oder einen Online-Shop bauen. Da es keine Plugins gibt, müsste man natürlich alles neu programmieren. Die Ladezeiten werden in der jedoch relativ schnell. Und man könnte diese Software auch relativ einfach an externe Systeme anschließen. Die Entwicklungskosten sind daher etwas teurer. Also ich würde sagen, dass das bei 20.000 Euro startet und bis zu 200.000 Euro geht. Und es ist sicherlich auch geeignet für mittelgroße Shops. Besonders wenn man ein gutes Budget hat und auch Zeit, dann so könnte man Laravel nutzen, um einfach viel flexibler entwickeln zu können. Dann gibt es noch weitere Technologien, auf die man setzen kann. Das eine ist zum Beispiel Oxid. Oxid wird auch viel von Agenturen implementiert für größere Unternehmen. Und anders zu Shopware hat es weniger Plugins und es wird weniger von mittelständischen Unternehmen genutzt, sondern wirklich von großen Unternehmen, besonders im deutschsprachigen Raum. Und die Kosten sind da meistens relativ hoch. Also es fängt, würde ich mal sagen, an bei 50.000 Euro und wird bis zu 250.000 Euro und mehr kosten. Weil, wie man schon gesagt, man hat da wenige fertige Sachen, sondern man nutzt es wirklich als eine Art Framework, aber man kann damit wirklich gut entwickeln und es ist auch sehr beliebt im deutschsprachigen Raum. ASP.NET wäre eine Alternative zu Laravel, aber das Besondere bei ASP.NET ist, dass es meistens in Unternehmen, Großkonzernen bereits benutzt wird, besonders in Fachabteilungen. Die IT-Abteilung kennt sich damit meistens bereits aus, weil viele Software bereits auf .NET, zum Beispiel auf WinForms oder WPS oder ASP.NET läuft und daher kennen sich die Unternehmen bereits aus und die engagieren dann externe IT-Dienstleister, welche dann Online-Shops basierend auf .NET bauen. Das Gute bei .NET ist, dass man diese Software dann auch relativ an die Systeme, die bereits bestehen im Unternehmen, anbinden kann. Dann kommen wir noch zu einer Lösung namens Shopify. Das ist sowas Ähnliches wie Gambio oder ähnliche Online-Shop-Systeme, die man monatlich mieten kann. Meistens kosten die so 50 Euro oder 30, 40, 50 Euro im Monat. Und eine Implementierung kann man auch vornehmen durch einen IT-Dienstleister oder einen Freelancer. Der nimmt aber auch ein bisschen Geld für die ganze Aufsetzen, für die Anbindung an andere Systeme und auch das Design, die Designerstellung. Das Besondere ist, ist damit relativ schnell online. Man könnte auch selber das entwickeln. Es gibt Templates, die man da sich auswählen kann. Also braucht auch gar keine externe Unterstützung. Es gibt auch YouTube-Videos, wo man sich informieren kann, wie man Shopify anwendet. Aber die Problematik bei solchen Shop-Systemen ist meistens, dass sie sehr langsam werden, sobald die Produktanzahl sich erhöht.
Man kann meistens auch in den Suchmaschinen werden die meistens auch nicht gut gefunden. Und auch wenn man individuelle Weiterentwicklungen möchte oder Anbindungen an Drittsysteme, dann ist Shopify meistens nicht die beste Lösung, weil diese Mietlösungen sitzen ja auf dem Server von diesem Betreiber und da kann man nicht viele Änderungen vornehmen. Nur wenn der Betreiber bereits diese Schnittstellen anbietet oder eine öffentliche Entwicklung anbietet, ist es möglich. Bei Shopify wird es aber oftmals schwer werden. Es lohnt sich daher eher für kleine bis mittlere Shops. Dann kommen wir noch zur Königsdisziplin. Das wären Programmierungen mit C++, Java oder Python und ähnlichen Technologien. Online-Shops wie Amazon oder Webseiten wie Google werden über diese Technologien gesteuert. Und man ist damit sehr flexibel, man kann sehr viele Produkte einstellen, man ist sehr flexibel in der Entwicklung, jedoch ist es halt relativ teuer, ne? Also man zahlt sicherlich mindestens 500.000 Euro bis 10 Millionen Euro, wenn nicht sogar viel mehr. Also so ein Amazon-Shop-Entwicklung dauert sicherlich noch viel länger, aber das wäre halt die Königsklasse, wenn man wirklich das eine sogenannte Next Generation Online-Shop bauen möchte, der zum Beispiel mit Amazon mithalten soll, dann ist sicherlich eine Entwicklung mit Java eine gute Lösung. Das hatten wir ja bereits angesprochen, also die Nutzung von Templates oder individuelles Design. Also wenn man sagt, okay, wir nutzen ein Template, das man irgendwie auf Shopware oder Magento oder WordPress erhält, dann kann man die Kosten meistens relativ senken. Man könnte sogar einfach ein Template nutzen. Und dann würde man vielleicht bei 50 Euro oder 100 Euro liegen. Das Ganze zu implementieren kostet vielleicht nochmal 1000 oder 2000 Euro. Nur wenn man noch ein paar Änderungen benötigt oder wirklich professionelle Hilfe, um das Template da umzusetzen, dann bräuchte man sicherlich 5000 Euro bis 15.000 Euro. Dabei unterstützen meistens Agenturen oder Freelancer. Dann gibt es noch die Möglichkeit, individuelle Designs zu erstellen. Das ist der Punkt, wo man sagt, okay, wir lassen es über einen Designer in Photoshop erstellen zum Beispiel. Dann braucht man einen Webdesigner, der das Ganze in HTML und CSS umsetzt. Und dann braucht das nochmal einen Webentwickler, der die Lösung dann auf dem Online-Shop-System oder auf der Webseite implementiert. Da es so viele Schritte gibt, ist es meistens relativ teuer. Man könnte davon ausgehen, dass es ca. 10.000 bis 50.000 Euro kostet. Man kann es sicherlich auch günstiger haben, wenn man einige Schritte übergeht. Zum Beispiel das mit dem Photoshop-Design, dass der Webdesigner das sofort in HTML CSS entwickelt. Es kann natürlich auch relativ teurer werden. Zum Beispiel ein Beispiel wäre das Logo nur mal von der Deutschen Bank hat bereits circa laut Branchenkreisen circa 1 Million Euro gekostet. Also solche Designs zu erstellen, das ist halt unterschiedlich, aber man kann im Rahmen schon sagen, dass es so circa 10.000 und 50.000 Euro kostet, wenn man da ein individuelles Design benötigt. Dann gibt es die Möglichkeit, die Plugins zu verwenden. Also man kann entweder Plugins verwenden oder eine Individualprogrammierung machen. Solche Plugins gibt es auf dem Magento Online Store oder auf dem Shopware Store für kleines Geld zu haben. Also man zahlt für Shopware zum Beispiel ca. 500 Euro pro Plugin oder 300 Euro pro Plugin. Bei Magento ist es ein bisschen günstiger, da sind sie meistens ca. zwischen 49 Euro und 100 Euro. Und da muss man sich manchmal diese Sachen auch implementieren lassen. Dann kann das sicherlich auch bis zu 1500 Euro pro Plugin kosten. Dann ist auch die Frage, ob man das individuell programmieren lässt. Und dann fragt man sich, okay, wenn es Plugins gibt, warum sollte man dann das Ganze programmieren lassen? Und der Grund dafür ist, dass es einige Plugins noch nicht gibt, also zum Beispiel Shopware oder bei Magento. Wenn man da zum Beispiel einen Produktkonfigurator braucht, dann müsste man den in den meisten Fällen neu programmieren lassen. Und so eine Programmierung von so einem Produktkonfigurator kostet meistens auch so ca. 10.000 bis 50.000 Euro. Kommt aber auch auf die Individualität und auch welche Dinge dieser Produktkonfigurator alles hat. Das kann dann auch relativ viel teurer werden als diese 50.000 Euro. Und dann stellt sich auch die große Frage, okay, gibt es
externe Systeme, wie zum Beispiel Warenwirtschaftssysteme, CRM-Systeme, ERPs oder andere Anwendungen im Unternehmen, die man an diesen Online-Shop anbinden möchte. Das ist oftmals nicht der Fall bei kleineren Shops, weil bereits bei Unternehmen mit 10 bis 50 Mitarbeitern und mehr hat es meistens viele externe Systeme, die man versucht dann anzubinden, um die Effizienz zu steigern, dass die Mitarbeiter weniger damit beschäftigt sind, alles manuell einzugeben und wieder neu einzutragen überall in alle Systeme, sondern man macht dann ein API, also eine Schnittstelle, wo dann alles automatisch vom Online-Shop-System zum Beispiel in Warenwirtschaftssystem übernommen wird und man dann auch zum Beispiel ganz einfach Rechnungen erstellen kann. Und diese Entwicklung kommt immer darauf an, es gibt auch oftmals Schnittstellen, die bereits bestehen bei manchen Shop-Systemen und dann kostet es vielleicht nur 2.000 bis 10.000 Euro, aber wenn wirklich nichts besteht und die API-Entwicklung, die Schnittstelle wirklich komplex ist in der Entwicklung, dann kann das bis zu 40.000 Euro und in manchen Fällen sogar noch mehr kosten. Und meistens dauern solche Schnittstellenentwicklungen fast schon so lange wie die Entwicklung des Online-Shop-Systems selbst. Genau, dann kommen wir noch mal ganz kurz zu den Fragen, die man sich stellen sollte. Das waren eigentlich Fragen, die wir uns während der Präsentation angeschaut haben. Und zwar, wie hoch ist das bestehende Budget? Also wenn man wirklich wenig Budget hat, sagen wir mal 2.000 Euro bis 15.000 Euro, dann sollte man mit WordPress und Shopware arbeiten. Hat man ein mittleres Budget, dann kann man auch wieder mit Shopware arbeiten, Magento oder Laravel. Wenn man sehr hohes Budget hat, dann kann man Dinge wie Oxid oder Java nutzen. Dann ist auch die Frage, wie viele Nutzer gibt es? Mit wenigen Nutzern kann man mit WordPress und Shopware arbeiten. Wenn man sehr viele Nutzer hat, nutzt man Magento und ähnliche Technologien. Wenn man sehr viele Nutzer hat, nutzt man Oxid. Dann halt die Frage, brauchen wir Drittsysteme, die wir anbinden an unseren Online-Shop oder können wir wirklich auch ohne diese Anbindungen ankommen? Oftmals bei wenigen Bestellungen reicht auch einfach mal ein Excel-Export. Und wenn man halt sehr viele Anbindungen macht, dann ist es halt relativ teuer. Dann, welche Individualprogrammierung benötigt ist. Also es gibt oftmals die Möglichkeit, das Ganze über Plugins abzudecken. Oftmals muss man jedoch auch neu programmieren. Dann die Frage nach den Templates und dem individuellen Design. Das macht auch einen Unterschied zu den Kosten. Also wenn man wirklich nur ein Template nutzt und das genauso nutzt, wie die Demo-Version aussieht, da kann man fürs relativ kleine Geld auch über den Magento Store kaufen und implementieren. Und wenn man ein individuelles Design benötigt, dann kann man davon ausrechnen, dass man 5.000 Euro und mehr dafür bezahlen muss. Das war's schon zu dem Thema, was kostet ein Online-Shop? Ich hoffe, dieser Beitrag hat euch geholfen. Gebt ein Like, teilt diesen Beitrag und abonniert diesen Kanal. Bei weiteren Fragen könnt ihr einfach in den Kommentare schreiben und ich werde darauf antworten.